Wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Heute European Speed Club Track Day inklusive Taxifahrten. Ja? Ihr könnt euch daran erinnern, es gab ja bei uns Taxifahrten im Shop zu kaufen. Und heute ist es soweit, wenn wir mit unserem Schätzchen hier ein bisschen Taxifahrten machen. Ja? Ist ganz geil, wir haben 13 Gäste und ich glaube, das passt zeitlich sehr gut. Und ich freue mich einfach drauf. Ein bisschen doof, weil es hat geregnet gestern Abend. Heißt, ein paar Stellen sind noch nass. Aber gut, so ist das halt. Ne? Ja. Später wird es dann noch geiler. Und ja, ich freue mich einfach drauf. Ne? Willst du denn auch mal noch ein Ründchen alleine fahren? Ich werde auch mal ein Ründchen alleine fahren. Weil es gab ja so viele Spekulationen beim letzten Mal, weil ich wohl Bridge to Gate fahren würde und so. Und dann fahren wir mal Bridge to Gate. Und dann wissen wir es ja. Ne? Bisschen schon mal Nordschleife gefahren? Bis jetzt noch nicht, ne. Geil. Extra auf mich gefrühstückt. Ja, oh, das ist gut. Man weiß ja nicht, was passiert. Ja. Da haben wir schon mal gut mitgedacht. Haben wir jetzt so natürlich ein kaltes Rad. So ein bisschen warm fahren das Ganze, aber das wird schon. Entscheidung, nichts zu frühstücken, sage ich nur. Das ist eine gute Entscheidung. Sonst wäre es kritisch gewesen. Sonst wäre es kritisch gewesen. Ja. Das mit dem Durchfall kann ich jetzt verstehen. Ja, okay. Das war nur Spaß. Ja, aber ich kann es verstehen. Das ist
Aber das sonst war gut? Unglaublich, ey. Unglaublich. Das war durchgehend gegrinst und dieses. Ich kann es gar nicht beschreiben. Geil, sehr gut. Unglaublich. Also für dich erste Nordschleifenerfahrung im Kopf? Ja, besser kann es gar nicht mehr werden. Geil. Ich glaube, das ist schon Endstufe. Wirklich. Sprachlos gerade. Sehr gut. Und Jan-Erik, bist du zufrieden? Sehr zufrieden. Sehr war zufrieden. Noch ein bisschen nass, das war jetzt ein bisschen ärgerlich, aber war geil. Trotzdem lustig. Das war sehr lustig. Also ich dachte, zwischenzeitlich war ich so bisschen langsamer. Bisschen langsamer, bitte. Ja, sehr gut. Deswegen zwei Runden hätte ich nicht geschafft. Ich habe kurz überlegt, aber dann war rot. Ja. Wie waren die Streckenverhältnisse? Spannend. Spannend? Ja, ist halt noch überall nass. Ne? Die Nacht hat es geregnet und dann hast du halt noch überall feuchte Stellen. Aber ich muss sagen, deswegen bin ich auch so ein großer Freund von dem Michelin Cup 2. Geht ja halt trotzdem, ne? Kannst halt richtig gehen lassen. Das ist schon wirklich, wirklich gut. Also ist aus meiner Sicht halt einfach der perfekte Reifen für das Auto, für die Strecke. Ist schon geil. Also Cup R würde ich natürlich gerne mal ausprobieren auf dem Auto. Aber überleg ich mal, ich glaube der Satz kostet 3.800 Euro. Cup R? Ja, und dann fährst du so, ich sag mal, 250 Kilometer Straße, 10 Runden Nordschleife, neu. Das ist dann schon viel, ne? Ja, das ist schon... Das ist dann schon viel. Und dann, also muss ich ehrlich sagen, da fahre ich halt lieber einfach mit dem Cup 2 und fertig. Ja. Reicht auch. Und Luftdruck, Freunde. Luftdruck, Luftdruck, Luftdruck. Luftdruck, ne? Ist das A und O. Ich löse gerade mein Geburtstagsgeschenk an mich ein. Ah, das ist gut. Das sind die Besten. Das sind die Besten. So, ich glaube, wir haben sogar freie Bahn jetzt. Ach, das wäre jetzt aber nicht so schlimm. Ja, ne? Ja.
Ja, mega. Mega? Ja, hat sich mal wieder gelohnt. Ja, sehr schön. Und wer Autofan ist oder Porsche-Fan, der sollte sich mal in sowas reinsetzen, mal ganz ehrlich. Ja, ja, also das ist schon gut, ne? Ich muss mal eben die Murmel abnehmen. Ja. Jetzt bin ich wach. Ja. Jetzt kann ich auch endlich frühstücken. Ja, das glaube ich. Vorher wäre ein bisschen schwierig. Ja, ja, also die letzten zwei Kurven so, ha, gut, dass nichts gegessen wurde. Nee, aber ja? Mega geil. War eine schöne Erfahrung. Mega, ja. Mal wieder, ja. Super. War schnell? War schnell. Und was das Auto ist, ja, ist ja Rennwagen. Das ja. Grip aufbaut, das ist, kann man nicht erklären. Einfach als normaler Autofahrer versteht man das nicht. Ich mal fest. Jawohl. Irgendwelche Erwartungen vom Jan? Querfahren? Ja, querfahren wäre gut. Querfahren wäre super. Ich bin gespannt. Ich glaube, das macht er nicht. Du sollst querfahren heute. Nee, zu langsam. Hallo, mein Name ist Jan-Erik Sloten. Willkommen bei Jackass. Hallo, mein Name ist Jan-Erik Sloten. Welcome to Jackass. Wie zerstört man gute Freunde? Jahrelang habe ich nicht verstanden, was du beruflich machst. Jetzt, ich gucke mir das jetzt mal an, ob das funktioniert. Let's go, viel Spaß euch. Ne? Thank you.
Jetzt war sie die richtige Fahrt, ey. Junge, Junge, Junge. Hier ist auch immer schön rutschig. Ah, aber hier ist doch alles nass. So eine Pisse. Ja, muss man sagen. Verrückt. Ja? Also ich habe ja eben gesagt, ich habe mich gefragt, was er die letzten Jahre immer so gemacht hat, wenn wir uns nicht treffen. Ne? Mhm. Aber jetzt weiß ich es. Ja, wenn er eins kann, ist es dann. Ja, ne? Ja. Bisschen Nein, war krasse Strecke. Hat ja echt Spaß gemacht. Ja, sehr schön. Ja. Sehr schön. Das freut uns. Sehr gut. Danke, danke. So, dann viel Spaß. Mitgespielt hat. Ich meine, ja, die Chance, dass es hier trocken ist, ist. Da hat einmal ja gestern geregnet, ja, ein bisschen, ja, ne? Aber. Machen wir da den Spar auch noch mal. Ja, genau. Ja,
habe schon mit viel gerechnet, aber dass das Ding so performt. Also, das Auto ist wirklich geisteskrank. Ja. Willkommen zurück bei den Lebendigen. Ja, hallo. Hallo. Ja? Hat alles geklappt. Wie war es? Perfekt. Ja? Mehr als ich erwartet habe. Alles übertroffen. Das freut mich. Das ist jetzt irgendwie sein neues Hobby. Das war vorhin egal. Jetzt will er von jedem ein Bändchen sehen. Anzusehen. Ja. Das ist auch schon mein Genuss. Also sehr, sehr geil. Allerhöchsten Respekt. Danke dir. Ich bereue nicht einen Euro. Das ist gut. Man muss es nur weiterempfehlen, wirklich. Also, boah. Ja, das ist, also, ist natürlich auch mit dem RS wild, weil du einfach mal siehst, was so ein Auto kann. Ne? Genau. Das ist schon echt geisteskrank. Man kann sich das nicht vorstellen. Packe ich mir den nächsten und ich sag mal bis gleich. Schalte mich hier mal ab, bevor einer kommt. Und da ist schon einer. So.
herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Alter Schwede. Ist das geil. Beim Slotentaxi. Ist das geil. Ja? Mega, Wahnsinn. Echt alle Erwartungen übertroffen. Ich kann es nur jedem empfehlen. Das ist der absolute Obershit. Mega, echt fantastisch. Das freut mich. Alter, diese Kräfte, die da auf einen wirken, das glaubt einem keiner. Das ist der Knaller. Die Bremspunkte. Wir haben eben gerade den Patrick Simon vor uns gehabt, ein paar Meter. Ja. Das ist alleine schon geil, wie dieses Auto in den Kurven arbeitet und boah. Also, ich kann jedem empfehlen, der da sieht, bucht diese Fahrt auf der Nordschleife, es lohnt sich. Perfekt, sehr gut. Und das geht auch für dich, mein Freund. Wirklich. Uhuhu. Wie war's denn? Hammer. Hammer? Absolut Hammer. Ja. Ich bin davon ausgegangen, wesentlich unbequemer. Ja. War es überhaupt nicht. Ich habe gedacht, ich habe so meine Bremspunkte. Ich dachte, jetzt musst du bremsen, hatte ich auch nicht. Ich habe gar keinen Bremspunkt gehabt, ich fahre nicht so schnell. Von daher, absolut. Also hat sich komplett gelohnt. Mega. Mega. Sehr gut. Ich habe mal gedacht, du langweilst dich. Ja. Ist da so wie so ein Manta-Fahrer. Ja, ich hatte gedacht, mal fährst du auf den Hand raus, aber dann haben wir gesagt, lass mal lieber. Ja. Danke dir. Bitte? Und? Mega. Ja, mega gut. Ey. War mega? Ja, klasse. Ja, richtig gut, richtig gut. Das Geilste sind die Reifen. Echt. Haftung, ne? Geilste sind die Reifen von dem Ding. Mega, mega, mega. Stopp. Das war ich. Ich hab so. Und wie war's? Das ist komplett irre. Also, jetzt ist Fakt, von meinen Kumpels ist er der coolste. Nee, Wahnsinn. Ja? Also, du merkst einfach, dass alles, was du selber mal gefahren bist, also ist kompletter Kindergarten dagegen. Du denkst einfach, es kann nicht funktionieren und er macht es einfach, das Auto macht es. Unglaublich. Super geiles Erlebnis. Ja? Absolut geil. Oh. Und wie war's, und? Schatz? Ich brauche auf jeden Fall eine neue Hüfte, ein neues Genick und eine Massage. Oder hat der Mann aber einiges zu tun heute? Ja, aber es war richtig geil. Ja? Ja. Ich muss auf jeden Fall, ich würde das 10-mal am Tag machen. Das war richtig geil. Ich glaube, Akin, da hat es einer besser weggesteckt als du. Boah, war, ich würde am liebsten 20-mal in Dreier machen. Halt mal eine Kamera dabei. Ja, nee, das will ich nicht. Warum hält sie denn deinen Bauch? Weil wir geflogen sind. Ja, Freunde. Oh, was für ein Wetter, ey. 20.09. Und wir haben so ein Glück gehabt. Es hat in der Nacht von gestern auf heute geregnet. Da habe ich schon gedacht, jetzt so ein bisschen nass vormittags, aber dann wirklich gut. Mir ist das ja egal, aber ich denke dann halt immer, die Leute, die wollen halt Highspeed. Ne? So ein Highspeed hast du halt natürlich nicht, wenn es nass ist. Nee. Aber alle waren happy und es war wieder einfach so eine schöne Runde. So geil, Wiederholungstäter hatten wir dabei. Ja. So gut, ey, das ist echt. Auch diesmal welche aus einem sehr hohen Alter, ne? Ja, genau. Ja. Ja. Ältere Leute dabei. Ein gutes Zeichen. Nein. Scheiße. Ja, wenn die Strecke rot ist, also geschlossen, der Krankenwagen losfährt, ist immer kacke. Ja. Also bitte, Freunde, wenn ihr auf der Nordschleife fahrt, ja, fahrt vorsichtig, macht ruhig. Niemand wird euch irgendwo einen Vertrag geben, hochbezahlt, nur weil ihr bei den Touristenfahrten der Schnellste wart. Also macht ruhig. Lasst euch Zeit, genießt es einfach und immer versuchen, mit den anderen eine Kommunikation aufzubauen. Wenn du weißt, okay, der hat mich gesehen, der hat vielleicht einen Blinker gesetzt und so, fahr vorbei. Entspannt. Und immer nur links überholen bei Touristenfahrten, ne? Auch wichtig. Nur bei Track Days darf man rechts überholen. So, das dazu. Also was soll ich sagen? Also geiler Tag, wirklich unfassbar. Und auch wenn ich jetzt hier so auf meine Bremse gucke, ne, wie die aussieht, alles vom Feinsten. Brutal. Das Auto ist brutal. Jetzt muss ich ihn natürlich schon wieder waschen. Das nervt mich natürlich schon wieder. Ja. Aber ist egal, weil das ist so gut. Jetzt überleg mal. Wir haben 13 Gäste. Dann bin ich noch alleine ein paar Runden gefahren. Also ich sag mal, was haben wir hier abgezogen? 20 Runden. Ja. Ja. 20 Runden Nordschleife an einem Tag. Plus vor zwei Tagen war es ja auch.
Ja, ja, da war ich noch auf der Grand Prix-Strecke und so, also wirklich echt viel gefahren. Guck mal, das Ding sieht aus wie neu, der fährt wie Sahne. Klar, der ist jetzt ein bisschen dreckig, aber genauso dreckig ist der auch, wenn du 1000 Kilometer auf der Autobahn fährst. Ja. Ja. Über hier war schon fertig, ne? Auch die Folie und so, das ist halt wirklich geil, ne? Auch jetzt schon die Nummerntafeln runtergemacht und so, gar kein Problem. Herrlich. Einfach eine geile Waffe. Ja, und nochmal fettes Dankeschön an euch. Überhaupt an euch alle und natürlich auch an die Leute, die da waren. Die haben natürlich auch viel Geld dafür bezahlt und so und hatten aber Spaß. Das war toll. European Speed Club hat wirklich einen geilen Job gemacht. Super Track Day und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, mal so einen Track Day zu machen. 40 Autos auf der Strecke ist nichts. Wir haben wirklich Runden gefahren, haben wir kein Auto gesehen. So gut. Wirklich gut. Wirklich gut. Ah. Geiler Tag. Jetzt bin ich wieder so ausgelastet, weißt du? Ja. Ne? Gehe ich noch einen Döner essen und dann... Ach ja, Freunde. Also bitte, tut mir den Gefallen. Schreibt in die Kommentare, was ihr hören, sehen, wissen wollt. Vielleicht noch ein paar Ideen, was wir mit dem RS hier machen. Schäfchen habe ich schon angedroht. Ist ja nicht mehr lange. Ein paar Wochen noch. Dann hat er wieder Winterreifen. Da werden wir auf jeden Fall noch was machen. Und ja, ansonsten alle anderen Ideen schreiben. Und ich hatte mal irgendwann gefragt, da gab es auch positive Resonanz zu einfach mal mitfahren. Weißt du, wir müssen ja nicht immer auf den Trackday gehen, sondern wir treffen uns mal irgendwo, überfallen irgendwo so eine Tankstelle und treffen uns dann dort und fahren von dort aus einfach mal so ein bisschen durch die Gegend. Das wäre doch witzig, oder? Ich weiß nicht, vielleicht mal so alle zusammen auch. Ja. Hast du so eine kleine? Das wäre doch witzig, ich fände das lustig. Ja. So richtig gut, mal so ein Freitagabend oder ein Samstagabend oder so. Wir lassen uns was einfallen. Ich finde das geil. Sehr gut. Also Freunde, Küsschen, lasst es krachen und fahrt immer schön vorsichtig. Tschö Mäuse.